Sie segelt zu den unsterblichen Landen mit allen, die von ihrem Volk übrig sind. Weiter geht's mit Folge 23 von 5 Minuten, der Herr der Ringe. In dem der zweite Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 110 bis Minute 115. Doch vorerst ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge, World of Warships. Mit diesem taktischen, teambasierten Free-to-Play-Shooter, der dich in die Ära der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts katapultiert, erlebst du epische Schlachten, mal ganz anders. Über 650 geschichtliche Schiffe aus 13 verschiedenen Nationen, basierend auf echten historischen Dokumenten und gespickt mit 5 einzigartigen Schiffsklassen, machen dieses Game zu einem echten Abenteuer. Besonders die U-Boote haben es ganz schön in sich. Erlebe atemberaubende Grafiken, vielfältige Karten und wechselnde Wetterbedingungen, die den Spielverlauf real beeinflussen. Lade deine Freunde ein oder schließe dich einem Clan an, um eine unschlagbare Division zu bilden. Zudem steht vor allem durch monatliche Updates, Kooperationen, Feiertags-Specials und auch neue Missionen und Battle Passes die Weiterentwicklung des Spiels im Mittelpunkt. Langeweile ist hier also ein Fremdwort. Und das Beste, passend zur Weihnachtszeit lässt es World of Warships richtig krachen und beschenkt dich mit einem wertvollen Christmas-Pack, um dir den Start in die Seeschlachten zu vereinfachen. Wenn du also Bock hast, dir dieses Starter-Set zu sichern, dann klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar und lass dein Abenteuer beginnen. Starten wir hier inmitten Rohans bei Aragorn, der sich in der Nacht nach dieser Sequenz und der Suppe Eowyns ein wenig ausruht und dabei in tiefe Gedanken fällt. Das Licht des Abendsterns nimmt weder zu noch ab. Aus Gründen der ruhigen Stimmung wurde dieser Szene dabei der abendliche bzw. nächtliche Look verpasst, obwohl sie eigentlich bei Tageslicht gedreht und erst in der Nachbearbeitung mit einem passenden Blaufilter ausgestattet wurde. Genau deshalb sieht man hier auch keine aufleuchtende Tabakglut beim Zug an der Pfeife, da das Tageslicht und der Blaufilter gegen diese hellen Farbtöne arbeitet. Dieser Übergang in die Erinnerung Aragorns wurde übrigens bereits im Zuge dieser vorherigen Aufnahme gedreht, bevor Aragorn zu Gandalf stößt und diese dann die derzeitige Situation in Mittelerde besprechen. Da diese Sequenz mit großem Dialogschwerpunkt jedoch ganze 50 Filmminuten früher stattfindet, entschieden sich Peter Jackson und Co. dafür, diese Szenenabfolge zu splitten, um einer gewissen Langatmigkeit vorzubeugen. So landete also Aragorns Erinnerung an Arwen hier und bildet einen direkten Kontrast zu der vorherigen Sequenz mit Eowyn. Dann ist es ein guter Traum. Zurück in Bruchtal umfasst dieser Flashback den letzten Tag vor dem Aufbruch der neuen Gefährten Richtung Mordor. Das bedeutet, wir befinden uns hier nun am 24. Dezember 2018. Und auch wenn passend dazu Tolkien zwar nie ein Weihnachtsfest oder ähnliche Feierlichkeiten in Mittelerde erwähnte, besinnlich wird's bei Arwen und Aragorn, aber trotzdem. Schlaf. Das Filmteam gibt in dieser Sequenz ebenfalls zu, einen Handlungsstrang eher an den Haaren herbeigezogen zu haben und dennoch versucht habe, Arwen sinnvoll in die Geschehnisse dieses Films zu integrieren. Flashbacks wie diese waren dafür die einzige Möglichkeit, diese beiden Figuren physisch in einer Sequenz zu verpacken. Eine dramaturgisch schwierige Aufgabe für Peter Jackson und Co., da die Elbin im Buch weitaus seltener in Erscheinung tritt, man aber trotzdem die Entwicklung dieser Liebesgeschichte für die Vielfältigkeit der Filmhandlung vorantreiben wollte. Are you Estelle Johann? Estelle Johann? Und jetzt wird es ziemlich interessant. Diese Worte Arwens über das Vertrauen in die Stärke ihrer Beziehung sollte Aragorn eigentlich erst mit einem weiteren Rückblick verbinden, der die erste unbeschwerte Begegnung der beiden in den Wäldern von Imladris zeigt. Aragorn ist zu diesem Zeitpunkt nach Tolkien erst 20 Jahre alt, Arwen hingegen schlappe 2710. Der Schauspieler von Aragorn, Viggo Mortensen, rasierte sich für diesen kurzen Shot extra den Bart ab und man half zudem mit einem zusätzlichen Flashback-Filter nach, um die Szene glaubhafter zu gestalten. All das, um sich letztendlich gegen diese Sequenz zu entscheiden, um den Zuschauer durch einen Rückblick in einem Rückblick nicht weiter zu verwirren.
Das war's aber noch nicht. Da die Dreharbeiten zu den Filmen gleichzeitig stattfanden, gab es noch die Möglichkeit, diese Sequenz hier in der Lorien-Passage im ersten Teil unterzubringen. Und das im Zuge der ruhigen Szenen mit Boromir. Peter Jackson empfand dies jedoch eher als eine Notlösung. Und so schaffte es dieser Rückblick von Aragorn und Arwen niemals in einen der drei Filme. Wo ist sie? Die Frau, die euch einst dieses Schmuckstück schenkte. Damit die Erinnerungen Aragorns nicht aufeinanderfolgen, greift man hier zu einer kurzen Szene in der Gegenwart zwischen Aragorn und Eowyn. Genau für Szenen wie diese wurde übrigens aus dem Namen Andomiel, also Abendstern, der Nachname Arwens, diese im Buch nicht existierende Kette angefertigt. Ich lasse Arwen hier nicht den Tod erleiden. Und ja, es ist der Filmabschnitt der vielen Flashbacks. In dieser nächsten Szene handelt es sich dann um eine filmübergreifende Handlungsergänzung und soll das Gespräch zwischen Elrond und Aragorn aus dem ersten Teil hier nun fortführen. Diesmal jedoch geht es nicht um die Mutter des Waldläufers und den Weg des Königs, sondern um das Schicksal Arwens. Sie bleibt nur hier, weil sie noch Hoffnung hat. Sie bleibt deinetwegen, doch sie gehört zu ihrem Volk. Als Tochter von Elrond gehört sie ebenfalls zu den Halbelben. Sie muss sich also zwischen einem unsterblichen Leben als Elbin oder einem sterblichen Leben als Mensch entscheiden. Es ist eine Art Déjà-vu Tolkiens, gerichtet an seine eigenen Werke und an jene Entscheidung, die vor über 6000 Jahren bereits die Elbin Lúthien treffen musste, die sich in Beren, einen sterblichen Menschen, verliebte. Sie entschied sich damals für die Liebe und damit für den Tod. Doch es war die Entstehung der halbelbischen Stammeslinie. Springen wir in der nächsten Szene dann einen Tag weiter, zum 25. Dezember und nun wenige Momente vor dem Aufbruch der Gefährten aus Bruchtal. Uathelithon. Es ist tatsächlich jene Sequenz, die Peter Jackson im Nachhinein sogar etwas bedauert, denn das gewollte Feeling kommt durch die gezeigten Shots nicht so wirklich rüber. Ja, man sieht die Gefährten hier vollzählig und wartend im Hintergrund, aber die Bedeutung des allerletzten Gespräches zwischen Arwen und Aragorn vor dieser langen und gefährlichen Reise des Waldläufers, die Message dahinter, dass diese Beziehung auf Messerschneide steht und zum Scheitern verurteilt ist, sollte hier deutlicher in Erscheinung treten. Peter Jackson gibt zu, dass er sich in diesen Szenen eine andere Dynamik und andere Perspektiven gewünscht hätte. Das gehört dir. Diese nächste Sequenz soll zudem die vermeintliche Entscheidung Arwens hinsichtlich ihres Schicksals, der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit, symbolisch veranschaulichen, indem Aragorn ihr diese Wahl nun zum Wohle ihrer Familie und vor allem zum Wohle Elronds abnimmt. Dramaturgisch entschied sich das Filmteam hier also für den Versuch des Waldläufers, Arwen die Kette des Abendsterns zurückzugeben und trotz aller Liebe sie dadurch für immer ziehen zu lassen. Sie segelt zu den unsterblichen Landen mit allen, die von ihrem Volk übrig sind. Und wo wir gerade bei den unsterblichen Landen sind, Tolkien gefiel die Idee davon, ein Segensreich, eine Art Paradies in seine Welt einzubauen. So entstand der Kontinent Aman, der hier im Film als Alter Westen oder eben die unsterblichen Lande betitelt wird. Ein Ort, an dem die Unsterblichkeit herrscht. Jedoch nicht nur. Denn Tolkien verfolgte die mythische Idee, dass Sterbliche unter größten Privilegien und Errungenschaften ebenfalls Zutritt nach Aman bekommen. Es ist jedoch nur als eine zeitweilige Belohnung zu verstehen. Eine Art Wiedergutmachung aller Grausamkeiten, die die Sterblichen durchlebt haben. In seinem Brief 154 macht er noch einmal ganz deutlich, einmal als Sterblicher in den unsterblichen Landen angekommen, gibt es von dort aus keinen Weg mehr zurück in das alte Leben. Und dennoch werden die Sterblichen dort das Zeitliche segnen und die Welt für immer verlassen. Dieser Blick von Legolas verrät uns, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Nach vielen ruhigen Passagen sollte nun also ein Abschnitt kommen, an dem nicht nur das Filmteam großen und kreativen Spaß hatte. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Denn hier erreichen wir ebenfalls die 115-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.